Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Mission Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir fangen jetzt erstmal wieder mit den Kommentaren an. Da haben wir den ersten Kommentar von Sir Matt Clash Royale. Ich habe schon Bill, bin Sir Matt Clash Royale, PS, nice Video. Erstmal vielen Dank für das Lob. Und hast du Bill schon Quadfuse? Also merkst, dann wäre ich auf jeden Fall neidisch auf dich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du den Bill Max hast, dann würde ich gerne da so mit dir tauschen, aber das geht ja nicht. Also, dann sage ich auf jeden Fall schon mal Gratulation. So, ist cool. Dann der nächste Kommentar von Dorian. Welche Tipps hast du für jemanden, der jetzt neu mit Animation Throwdown anfängt? Viel Zeit mitbringen, viel Zeit investieren, jeden Tag spielen, Herausforderungen jeden Tag machen, Abenteuer jeden Tag machen. Gerade am Anfang auch da oben die Werbung schauen, dann nach Möglichkeit den Forschungsbeschleuniger. Also wenn man ein bisschen Geld investieren will oder kann, dann den Forschungsbeschleuniger holen und die Erweiterung der Abenteueranzeige. Das sind zwei sehr, sehr nice Add-ons, sage ich mal, die definitiv gerade am Anfang unheimlich hilfreich sind, dann im Abenteuer anfangen zu farmen, und zwar Bob, Peggy, Amy, also Bob, Peggy, Gewehr, Amy, vitruvianischer Mensch, die mehrfach farmen, dann fusen und dann maxen und eben diese Kombos erforschen, dann kommt man schon mal relativ weit damit. So, das sind mal so die wichtigsten Tipps kurz umrissen. Dann gehen wir hier auf den nächsten Kommentar. Das ist dieser hier. Ich finde eure Videos super von Tom der Fan und würde mir noch mehr Animation Throwdown wünschen. Und meine Frage wäre, warum magst du Stewie nicht? Naja, es ist ja nicht so, dass ich Stewie nicht mag. Also Stewie ist schon cool, ist schon eine nice Karte. Ich finde, es gibt bessere Mythics als Stewie, aber Stewie ist ja nicht schlecht, also so ist er nicht. Also er ist schon gut, ja, aber es gibt halt andere Mythics, die ich halt besser finde. So, dann sind wir bei Old Man Snyder. Jetzt will ich auch Bill. Ja, Bill ist geil. Also für eine Legendary ist auf jeden Fall geil. So, wenn wir damit soweit durch, dann gucken wir jetzt mal hier schon mal da rein. Da haben wir nach wie vor die Peggy drin in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Dann gehen wir in den Shop rein und im Shop sieht es folgendermaßen aus. Hier haben wir nach wie vor das Mythic Bob Pack. Wenn jemand den Bob eben in irgendeiner Form durch den Swole Club schon einigermaßen ansatzweise erreicht hat, ihr holt euch die Dinge, spart bei sie, dann habt ihr den vollen, der ist echt gut. Wild Brine, Knife Wielding Steel Bandit und Sacrificial Robot Goat sind auch eine gute Ergänzung. Also auf jeden Fall coole Karten in diesem Pack. So, dann haben wir hier die Hottest Box. Die Hottest Luan, Hottest Salon, Furry Convention, Shrimpy Shrimps, McGriffin und Luan. Platter, von der bin ich halt überhaupt nicht überzeugt von dieser Box. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Und dann sind wir auch schon in der Meisterschaft und das tut jetzt gerade richtig, 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 richtig weh, das zu sehen, dass eine der sehr, sehr starken Kombos hier für 500 Gems plötzlich da ist. Ja, das ist halt die Louise, ne? Die Dodgeball Louise. Dann gucken wir mal da rein. Dann schauen wir uns die mal an, die Dodgeball Louise. So, Combo Recipes und das ist schon eine. Ups, die ist. Ich komme da gar nicht richtig dran, oder was? Warum komme ich da nicht richtig? Was ist das? Warum? Jetzt kann ich die mal so ein bisschen gerade rücken. Also, wie es mittig ist, sieht aber sie komisch aus. So, ja, Dodgeball Louise hier mit Sportkarten. Mit der Blurns Ball. Ist tatsächlich die einzige Combo hier mit einer legendären, mit der Blurns Ball.
Ja, 13-fach Grace, 18-fach Cripple, 17-fach Revanche, 17,78. Dodgeball Louise ist schon ziemlich, ziemlich gut. Definitiv. 500 Steine sind aber relativ viel. Also, ist schade. So, dann haben wir hier den Bender is great. Und Bender is great sieht folgendermaßen aus. Das ist tatsächlich ein Bender mit Gaming-Karten. Propane, Burger Boss und ja. Wireless Audio Transmitter ist nicht mit dabei. Also es wäre ja dann eine legendäre Gamer-Karte. Insofern ist das Stärkste, was man hier dann erreichen kann, tatsächlich das da. Und das ist nicht wirklich berauschend. Das ist vielleicht am Anfang noch ganz interessant, aber später dann nicht mehr. Bender is great, ist Schrott. Rubbish. Waste. So, und dann haben wir den Gamer Chris. Und der Gamer Chris sieht jetzt folgendermaßen aus. Combo Recipe Cards, Gamer Chris. Jetzt haben wir den Chris mit den Gamer Karten. Und auch hier Wireless Audio Transmitter nicht mit dabei. Ja, kommt raus ein bisschen Punch. Und Leben, wenn eine Combo gespielt wird. So. Auch das lohnt sich nicht. Und dann haben wir den Banjo Boomhauer. Und der Banjo Boomhauer ist das hier. Ein Boomhauer mit Musikkarten. Und auch hier haben wir Motivieren und Cheers. Ja, ich finde ihn jetzt nicht wirklich toll. Also mit Boomhauer gibt es mit Sicherheit deutlich viel bessere Kombos als das hier. Da brauche ich den Banjo Boomhauer nicht. Also, ja. Heute keine große Ausbeute bei den Combo Masteries. Wenn es euch geholfen und gefallen hat, lasst mal ein Like da, einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Ja. Und es werden wieder mehr Videos folgen, das ist momentan ein bisschen hektisch alles, aber kriegen wir schon wieder hin. Ne? Also kommen wieder Animation Throwdown Videos, kommen noch die Pack Openings, kommen noch weitere Rumble Videos und Siege Videos und so weiter. Bleibt einfach mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, haut rein. Ne? Macht's gut, bis dann und tschüss.